Im heutigen Video zur Sibotech-Dobby schauen wir uns an, wie man die Drohne überhaupt steuert, und am Ende des Videos gibt es noch einen kurzen ersten Indoor-Flug. Gesteuert wird die Sibotech-Dobby mit einem Smartphone oder Tablet. Hierzu benötigt man eine App mit dem Namen DoFun. Diese gibt es sowohl im Google Play Store, aber auch im Apple App Store für iOS-Geräte. Die App habe ich hier auf meinem Android-Gerät bereits heruntergeladen und auch installiert. Und ich würde sagen, legen wir auch gleich los und starten die App einmal. Ich bekomme angezeigt, dass ein Update für die Drohne vorhanden ist. Updates erscheinen fast wöchentlich für diese Drohne und ständig gibt es neue Verbesserungen. Hier sehen wir also die Übersicht der App. Die Drohne muss ich natürlich noch einschalten, damit man auch zu dem Wi-Fi der Dobby verbinden kann, denn diese baut ein eigenes Netzwerk auf. Es dauert einen Moment, bis die Drohne hochgefahren ist. Hier das Signal. Auf meinem Smartphone muss ich natürlich noch zu dem Dobby Wi-Fi connecten. Und hier sollten jetzt gleich ein Live-Bild sehen. Dobby verbindet. Wir sehen hier das Live-Bild mit mittig den beiden virtuellen Steuersticks. Auf der linken Seite können wir den Flugmodus wählen, hier Indoor-Flug oder Outdoor-Flug. Wir können die Dobby starten. Hier zum Beispiel momentan ist der Outdoor-Flug ausgewählt. Das funktioniert natürlich nur, sobald die Dobby ein Signal hat. Im Indoor-Flug orientiert sie sich anhand der Ultraschallsensoren und der optischen Kamera. Ein Take-off möchte ich jetzt nicht machen. Man kann die Dobby hier vom Boden aus starten und auch durch Sprachbefehle. Des Weiteren gibt es hier verschiedene Aufnahmemodi, zum Beispiel ein Videomodus, wo man ein kurzes Video aufnehmen kann, einen Orbit-Modus, das heißt, die Dobby umkreist ein Objekt. Man kann Personen und Gesichter tracken und die Dobby darauf ausrichten. Es gibt eine Return-to-Home-Funktion, wo die Dobby zu ihrem Ausgangspunkt zurückfindet. Und es gibt hier noch einen Flip-Modus. Auf der rechten Seite befinden sich die verschiedenen Kameramodi. Wir können hier zwischen Foto- und Videomodus wählen. Wir können in die Galerie wechseln, eine Aufnahme starten. Es gibt eine zeitversetzte Aufnahme und natürlich auch speziellere Einstellungen hier jetzt zur Kamera bzw. zum Kameramodus. Ein Burst Shot gibt es. Verschiedene Parameter lassen sich hier anpassen und es gibt eine Bildstabilisierung. Gleiches gilt natürlich für den Videomodus, ebenfalls dieselben Parameter. Hier oben sehen wir unter anderem das Wi-Fi-Signal. Wir sehen die Angaben der Sensoren, wie weit wir also vom Boden entfernt sind. Wir sehen den Akkustand der Drohne und ob ein GPS-Signal gefunden wurde. Es gibt hier noch weitere Einstellungsmöglichkeiten. Drehen wir das Smartphone wieder rum. Hier können wir unter anderem die App stumm schalten, die Sprache wählen, den Kompass kalibrieren, die Drohne und die App updaten und uns natürlich auch hier den Guide ansehen, wie man die Dobby denn bedient. Zusätzlich kann man hier natürlich auch die Steuermethode wählen. Es gibt hier ein Motion Sensing. Durch die Kippbewegung des Smartphones kann die Drohne so gesteuert werden. Es gibt hier die Wischbewegung über das Display. Hier die beiden virtuellen Joysticks. Und zu jedem Modus gibt es natürlich hier eine ausführliche und bebilderte Anleitung. Die Wi-Fi-Informationen können natürlich individuell angepasst werden. Man kann die Frequenz wählen zwischen 2,4 GHz und 5 GHz. Und hier sehen wir noch Angaben zur App. Die App wird ebenfalls sehr regelmäßig aktualisiert.
So viel zur Dobby App. Schauen wir uns noch einen kurzen Clip zum ersten Indoor-Flug an. Die Zero-Tech Dobby ist bereits nach wenigen Schritten startklar. Man muss lediglich einen vollgeladenen Akku eingelegt haben. Den Akkustand kann man direkt über den Akku überprüfen. Anschließend klappt man die Propellerarme aus. Die Propeller selbst bleiben zusammengefaltet und falten sich mit dem Start der Drohne aus. Man muss die Dobby nur noch einschalten und über das WLAN mit der App verbinden. Für diesen Indoor-Flug entscheide ich mich für einen Bodenstart. Man kann die Dobby aber auch aus der Hand starten lassen und sogar über Sprachbefehle steuern. Vor uns auf dem Boden sehen wir die startbereite Dobby. Auch hier mit meinem Smartphone habe ich die Dobby verbunden. Wir sehen das Live-Bild und Angaben zum Akku, zum Sensor und dass wir uns im Indoor-Flug befinden. Ich werde die Dobby jetzt einmal starten. Die Drohne fliegt soweit vollautomatisch. Und orientiert sich rein an dem Abstandssensor. Und ich kann diese Drohne auch wieder automatisch landen. Ich werde die Dobby-Drohne nun erneut starten, beim Take-Off. Die Dobby hält automatisch die korrekte Höhe. Hier über diese Joysticks kann ich die einzelnen Bewegungen steuern. Ich kann die Dobby niedriger fliegen lassen, höher fliegen lassen, kann nach rechts und nach links fliegen, natürlich auch nach vorne und nach hinten, kann die Dobby in sich drehen und natürlich auch automatisch landen, Ground Landing oder eben das Handlanden, entscheidend für Ground Landing und die Dobby landet sanft auf dem Boden.